Gibt es da unten jemanden, der an sich denkt, wenn er nach oben schaut? Ich hatte eine Tochter. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Heute habe ich euch einen der Filme mitgebracht, auf den alle, inklusive meiner Person selbst, so heiß drauf gewartet haben. Das ist Gravity und das spielt im Weltraum. Es sind auch nur zwei Personen, nämlich Dr. Ryan Stone, gespielt von Sandra Bullock, und Matt Kowalski, George Clooney, die man auch fast gar nicht erkennt, weil sie in einem Raumanzug sind. Dort geht einiges oben schief und sie müssen irgendwie um ihr Leben kämpfen und von der einen Raumstation zur anderen und irgendwie wieder zurück zur Erde zu gelangen. Das klingt erstmal sehr simpel, wie das aber aussieht und wie gewaltig es aussieht. Das seht ihr hier. Explorer getroffen! Explorer, hören Sie mich! Explorer, kommen! Explorer! Astronaut vom Shuttle getrennt! Dr. Stone ist vom Shuttle getrennt! Dr. Stone, aufwinken! Hören Sie, Sie müssen sich aufwinken! Wie schafft man es jetzt, dass ein Film, der nur im Weltraum spielt, wobei ich meine, mehr Platz geht ja nicht als im Weltraum, aber nur im Weltraum spielt, mit nur zwei Darstellern, die ums Überleben kämpfen, kann das 90 Minuten spannend sein? Und ich kann euch sagen, ja, die Bilder alleine sind so unfassbar famos. Der Anfang ist schon ganz ruhig. Man sieht einfach nur das Weltall und die Erde und es ist traumhaft schön. Es gibt da eine Plansequenz, das heißt eine Sequenz, die wird so geplant, dass man ohne Schnitt auskommt. Das geht dann also mehrere Minuten lang. Heißt, wenn in Minute 7 Minuten 25, 3 Sekunden bevor das vorbei ist, etwas schief läuft, muss man alles nochmal neu drehen. Und Alfonso Cuarón, der Regisseur, machte das auch gerne bei Children of Men und auch im dritten Teil von Harry Potter. Mein Lieblingsteil von Harry Potter, eben weil er so ein fantastischer Regisseur ist. Und das bringt er hier einfach wirklich wieder in der Perfektion auf die Leinwand, denn die Bilder, ey, das habt ihr noch nicht gesehen. Ich frage mich immer noch, wie haben die das gemacht? Will den Film auf jeden Fall bald noch ein zweites Mal sehen, weil ich einfach so diese wirklich unendliche Welten habe. Gleichzeitig kommt aber auch noch dazu, dass die Musik perfekt eingesetzt wird, dass der Schnitt einfach genau immer das richtige Maß trifft. Denn gerade hier ist es wichtig, diese Ruhe, diese Stille, die ja auch im Weltraum ist, weil ein Vakuum nun mal vorhanden ist, dass man diese Stille gut rüberbringt, eben ohne viel Lärm drumherum, was man eben bei Star Wars und den anderen Film kennt, sondern hier ist eben eine ganz große Stille. Und immer in dem Moment, wo ich sage, ja, okay, jetzt könnte aber langsam erstmal weitergehen, habe ich das Gefühl, der Cuarón sitzt da und sagt, okay, Dominik, du hast ja recht, es geht weiter. Und in dem Moment kommt wieder ein bisschen mehr Tempo rein. Das ist richtig famos, es ist Kunst auf eine ganz anspruchsvolle Art und Weise im Kino, denn normales Unterhaltungskino ist es nicht. Viel mehr als das, und deswegen finde ich das so fantastisch. Ich war sehr, sehr skeptisch, wie kriegt man da jetzt überhaupt eine schauspielerische Leistung rausgekitzelt, weil die haben ja nonstop so einen Anzug an, das Gesicht hinter so einem Glaskasten reflektiert ja auch ständig was. Was kann man da erwarten? Und auch da wurde ich so dermaßen überzeugt, sehr überraschend, wie Sandra Bullock das spielt. Und normalerweise sollte sie den Film ja gar nicht machen. Da waren ja noch 30 andere Darsteller, die der Regisseur erst haben wollte. Aus verschiedenen Gründen hat das nicht geklappt. Zum Glück, muss man fast sagen, denn sie liefert hier eine Leistung ab, die ist einfach krass. Also da stimmt jede Regung und sie hat ja gar nicht viel mehr als ihr Gesicht, was sie zeigen kann und Emotionen über uns, übers Bild zu bringen. Und ihr merkt ja selber, ich kriege das immer noch gar nicht so richtig zu fassen, weil das geht so richtig ins Mark. Man kann sich vorstellen, was da passiert. Ein bisschen geht es mir auf den Sack, dass man sich ständig so ein Stöhnen hat, was ich nicht weiß, was sie tun soll und so außer Atem ist. Aber da kann man drüber hinwegsehen, denn das ist einfach richtig gut und wäre für mich der richtige Oscar für Sandra Bullock, weil The Blind Side fand ich sie gar nicht so stark. Da zeigt sie aber, was man mit so wenig Mitteln, wie viel Emotionen man rüberbringen kann. Das hat der Regisseur richtig gut hingekriegt. Und was für mich aber das Größte an diesem Film ist, dass ich lange nicht mehr so viele Gänsehautmomente hatte. Ich sitze im Kino und da passieren bestimmte Sachen, die einfach
so visuell einzigartig sind, die Musik so richtig reinkracht und aber auch diese Stille, diese Atmosphäre, dass man ist ganz pur, man ist ganz nah an den Leuten dran. Ich habe ständig Gänsehaut gehabt und das sage ich jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich hatte ich zwei oder dreimal so ein richtiges boah. Und wenn das ein Kinofilm schafft, ja, was will man mehr? Und deswegen muss man ihn auch im Kino sehen, denn die 3D-Effekte sind einfach so, ich tauche in diese Welt ein, in dieses komplette Universum. Und ich habe großen Respekt vor den Arbeiten, die Leute da machen, weil dieses 360-Grad-Ding, man verliert völlig die Übersicht, was da passiert. Mann, ihr merkt doch, ich bin so dermaßen begeistert von diesem Film. Gänsehaut überhaupt. Und ihr solltet euch diesen Film einfach unbedingt angucken. Wer soll sich Gravity jetzt im Kino anschauen, sind einmal Fans von technischem Kino, die einfach mal den neuesten Stand wiedersehen wollen, aber gleichzeitig auch, die eine gewisse Poesie in Bildern, aber auch in Geschichten haben wollen, wo es jetzt gar nicht so hektisch irgendwie alles auf einen einprasselt, sondern wo man selber auch Zeit hat, über Dinge, die man sieht, nachzudenken. Das habe ich bei schnellen Actionfilmen eben nicht, da werde ich bombardiert. Hier bleibt einfach sehr viel Zeit über sich und auch über die Situation der Protagonisten nachzudenken. Wer darauf Bock hat, sollte sich den Film unbedingt angucken. Wer da keinen Bock drauf hat, lässt es eben schon mal bleiben. Aber auch die Leute, die sagen, ich brauche was Schnelles, ich brauche irgendwie Tempo, ich brauche da einfach mehr als bloß so wenig. Aber dieses Wenige fand ich ja toll. Wenn ihr aber sagt, zu wenig ist mir zu wenig, fantastischer Satz, dann solltet ihr auf jeden Fall den Film nicht anschauen. Meine persönliche Bewertung sind für diesen tollen Film in einem Monat, wo jetzt der zweite 10er rauskommt. Ja, es ist 10 von 10 Punkte von mir für Gravity. Es ist einfach sensationelles Kinoabenteuer. Und deswegen will ich auch, dass ihr den seht. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich sage, okay, drei von euch, die können nämlich ein Package zu Gravity gewinnen. Kommt mal auf die Facebook-Seite. Ist verlinkt in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr nämlich unter anderem auch Freikarten für den Film gewinnen. Das heißt, ihr müsst mir nicht glauben. Ihr könnt euch selber ein Bild machen oder einen Cent dafür auszugeben. Frage kommt auch auf Facebook. Schaut mal rein. Und den anderen 10er-Film, den verlinke ich euch nachher auch in der Endcard. Nichtsdestotrotz, kurz nochmal zusammengefasst, ein toller Film, der zwar gar keine so krasse Story hat, also da passiert nicht so viel, aber ich meine, was soll doch, die kämpfen um ihr Überleben im Weltall und es ist doch eher die Kunst, wenn man ganz wenig hat, sowas Großes draus zu machen. Meistens kenne ich es nämlich genau eher umgekehrt, was dann immer für Enttäuschung sorgt. Hier einfach pure Begeisterung, 10 von 10 Punkten. Hat euch die Review gefallen zu Gravity? Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr sagt, nee, das war blöd, den Daumen nach unten. Schreibt aber mal in die Kommentare rein, was denn dieses Jahr euer Film ist oder war, auf den ihr euch am meisten gefreut habt. Vielleicht kommt der ja noch oder es ist sogar Gravity. Schreibt es auf jeden Fall rein. Wer sagt, nee, ich möchte was anderes sehen, das war gar nicht meins, schaut hier vorbei, da habe ich euch eine andere Review hinterlegt. Ansonsten sehen wir uns wie immer bei Twitter, Instagram oder Facebook, am besten ja überall, wo wir miteinander kommunizieren können, wo ihr was mitbekommt und sonst sehen wir uns aber bald hier wieder bei der Filmfabrik mit einer neuen Filmkritik mit mir, dem Dominik.